Sonne, Strand und Meer. Die türkische Urlaubsmetropole Antalya hat schon im Frühjahr alles zu bieten, was das Urlauberherz begehrt. Tanja Moskay aber ist nicht nach Urlaub zumute. Während ihre beiden Kinder unbekümmert herumtollen, denkt die Ukrainerin an den Krieg in ihrer Heimat. Als der ausbrach, floh die Kiewerin mit den Kindern über Rumänien in die Türkei. Exil in der scheinbaren Strandidylle. Was mich in diesem Augenblick bedrückt, ist, dass ich nicht weiß, von welchen Leuten ich hier gerade umgeben bin. Wo kommen sie her? Was denken sie über meine Herkunft und mein Land? Denn Antalya ist ein beliebtes Reiseziel von Urlaubern aus Russland, jenem Land, das Tanjas Heimat, die Ukraine, überfallen hat. Die 31-Jährige weiß, dass die Mehrheit der Russen hinter Putins Politik steht. Doch die meisten ihrer russischen Strandnachbarn wollen sich zum Krieg nur ungern äußern. Wir lieben unser Land, wir lieben unsere Leute und unser Leben in Russland. Aber wir verstehen auch, was in der Ukraine gerade passiert. Man kann uns Russen nicht dafür verantwortlich machen. Viele glauben es eben, wenn das russische Fernsehen behauptet, dass die ukrainische Armee eigene Ziele angreift. Vor dem Krieg kamen jedes Jahr auch 2 Millionen Ukrainer an die türkische Riviera in den Urlaub. Jetzt bleiben sie aus. Doch die türkischen Reiseveranstalter hoffen auf umso mehr russische Urlauber. Viele sind froh, dass sich die Türkei nicht an den Sanktionen gegen Russland beteiligt. Für uns hat der russische Markt das Potenzial, in Zukunft 50% aller Touristen zu stellen. Russland hat uns zugesichert, dass demnächst bis zu 30 Chartermaschinen täglich hierher fliegen können. Die Türkei ist eines der letzten Länder Europas, das Russen noch uneingeschränkt offen steht. Auch Oligarchen, die hier vor Sanktionen sicher ihre Megajachten parken. Der türkische Präsident Erdogan nennt beide, die Ukraine, aber auch Russland, Freunde. Er hat sich als Vermittler zwischen den Kriegsparteien angeboten, bislang erfolglos. Tanja Moskay ist mit ihren Kindern bei türkischen Freunden untergekommen. Die beiden Familien kannten sich schon vor dem Krieg. Wir versuchen sie abzulenken, damit sie nicht so viele Nachrichten schaut. Sonst hört sie nicht auf zu weinen. Das nimmt mich dann auch sehr mit. Doch das mit der Ablenkung klappt nicht immer. Schließlich ist Tanjas Mann in Kiew geblieben. Er hilft beim Zivilschutz. Ich will zurück zu meinem Mann, zurück in meine Heimat, aber ich habe Angst. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Angst leben kann. Es gibt Nachrichten über vergewaltigte Mädchen, viele im Alter zwischen 10 und 14. Sie liegen in Krankenhäusern und etliche von ihnen sind schwanger. Und so wird die Ukrainerin auch hier oben in den Bergen über Antalya wieder und wieder von den brutalen Kriegsverbrechen in der Heimat eingeholt, während sich unten an den Stränden russische Touristen sonnen. Wissen Sie, ich bin eigentlich eine besonnene und konfliktscheue Person. Ich fange so gut wie nie Streit an. Aber wenn ich die Leute aus Russland sehe, die hierher kommen, um hier ihre Ferien zu verbringen und es sich gut gehen lassen, dann werde ich ziemlich wütend. Ein entspannter Urlaub mit der Familie in der Sonne von Antalya. So hätte sich das Tanja Moskay in diesem Jahr auch gewünscht. Doch stattdessen wird in diesen Wochen jeder ihrer Strandbesuche zu einer schmerzhaften Erfahrung.